Ja, guten Morgen nochmal miteinander und herzlich willkommen hier im schönen Festsaal vom Erlacherhof. Und zum ersten Programmpunkt, zum Mobilitätscafé mit dem Thema, welche Daten möchten Sie teilen? Ein sicher wichtiges Thema, gerade in der heutigen Zeit, wo wir ja immer wieder sensibler werden, was für Daten geben wir überhaupt raus, was wollen wir von uns preisgeben. Das ist natürlich auch noch Folge vom ganzen Umgang, wie wir mit Daten auf Social Media hantieren. Ja, und für die frühe Gesprächsrunde habe ich mir ganz tolle Leute herholen. Ich begrüße ganz herzlich Dalin Trede, Nationalrätin der Grünen. Guten Morgen. Dann Christian Wasserfallen, ebenfalls Nationalrat der FDP. Guten Morgen. Morgen. Der Matthias Stürmer, Leiter von Parl Digi. Herzlich willkommen. Und schließlich unser Stadtpräsident, Alec von Graferried. Guten Morgen und herzlich willkommen miteinander. Ja, erste Frage an unseren Stadtpräsident, Alec von Graferried. Die sensiblen Daten, was geben wir von uns preis, was geben wir raus, was wollen wir vielleicht ändern, nicht, dass man es sieht. Wir reden heute auch davon, Daten sind das neue Öl, quasi wird mit etwas Wertvollem verglichen. Wie seht ihr das als Politiker und Stadtpräsident, wenn ihr so etwas gehört, so einen Vergleich? Es ist höchste Zeit, dass die Diskussion geführt wird, weil man hat natürlich, man kann viel mehr machen mit Daten heute als früher. Und darum stellt sich überhaupt die Frage vom Datenschutz. Die hat sich natürlich früher gar nicht gestellt. Wir nehmen mit Begeisterung auf, dass alles möglich ist in der Digitalisierung. Aber die Frage vom Schutz, dass eben der Schutz immer auch gewährleistet ist, das muss miteinander gehen. Oder? Und das muss sich zusammen entwickeln. Und dort waren wir vielleicht noch fast ein bisschen zu wenig sensibel gewesen, früher. Aber klar, Daten, die man akkumulieren kann, das ist natürlich heute in der digitalen Gesellschaft wird das immer wichtiger. Aber der Schutz muss auf der anderen Seite auch immer gesichert sein, sonst ist man ja nicht wohl dabei. Und wir wollen uns ja alle wohl fühlen. Es soll ja besser werden. Ist es denn vielleicht in der Entwicklung auch ein bisschen schnell gegangen? Es sind all die Plattformen gekommen, Social Media, in die 2007 ist Facebook gekommen. Und man hat zuerst mal Daten rausgegeben, man wollte präsentieren, man hat sich zeigen. Und plötzlich hat man gemerkt, oh, ist vielleicht gleich nicht gut, wenn ich so alles von mir rauslasse, ohne darüber nachzudenken. Ich glaube schon, die Entwicklung ist wirklich schnell gegangen, aber es macht ja auch Spass. Und die Sensibilität ist nicht im gleichen Ausmaß gewachsen. Und ich glaube, die Sensibilität, die müssen wir jetzt entwickeln, weil wir sich vor der Entwicklung überrollt worden. Aber es ist auch möglich. Es ist auch, jetzt tun wir das einfach nachher entwickeln und das kommt schon gut. Wie hat es der Alec von Graferried genau mit seinen eigenen Daten? Seid ihr aktiv? Gebt ihr viel von euch preis? Schaut ihr ganz genau, der Stadtpräsident, was ihr wie wo platzieren? Ja, als Politiker und in Wahlen ist klar, dort muss man etwas preisgeben, dort muss man sich ein bisschen öffnen, man muss sich ja auch zeigen. Als Stadtpräsident bin ich sowieso sehr exponiert. Und bin mir dort weniger gewarnt, dass ich irgendwie noch viel für mich selber habe. Umso wichtiger ist es, dass eben, wenn mal eine Verletzung passiert oder so, dass man da auch klare Grenzen zieht. Aber die ist bei mir vielleicht ein bisschen enger, die Grenze, die ich noch habe. Kommen wir zu Alin Trede, Nationalrätin der Grünen. Alin, wie hast es du mit deinem eigenen Datenschutz? Also ich selber bin ja sehr auch kritisch, weil ich eben finde, dass der Schutz sehr oft nicht gewährleistet ist oder dass man sehr schnell ist vorwärts gegangen, ohne eben zu schauen, was heisst das. Also die ganze Grundrechte im digitalen Raum, zum Beispiel die Diskussion wird eigentlich nicht geführt oder an einem sehr kleinen Ort. Ich persönlich habe alle zum Beispiel Social Media Kanäle, vor allem aus politischen, weil ich Politikerin bin. Es ist auch mein Kanal, mit Leuten können, in Kontakt zu treten, die ich vielleicht nicht. Jetzt sieht man eh fast niemand mehr auf der Straße, weil man nicht mehr viel auf der Straße machen darf. Aber einfach, das war auch ein Weg, gerade wo auch als kleine Partei, wo wir noch waren. Jetzt sind wir auch etwas grösser. Aber dann konnte man auch einen ganz klaren Kanal haben. Mit Twitter hat man über Journalisten und mit einem Fachpublikum. Und bei Instagram zum Beispiel gibt man vielleicht mal etwas Persönliches preis, dass man sieht, Politikerinnen und Politiker sind Menschen wie du und ich. Aber ich habe ganz klare Grenzen für mich selber, was ich auch öffentlich sagen will. Oder zum Beispiel meine Kinder oder Privatleben, das kommt eigentlich nicht vor dort. Und ich denke, dort kann ich es wie entscheiden. Wo ich das Problem habe, ist, wir haben ganz viele Sachen, die einfach schon mal genommen werden auf dem Kompi und Facebook nimmt hier und so für seinen Algorithmus. Und dort, denke ich, ist die Transparenz, die müssen wir unbedingt diskutieren, dass wir auch wissen, welche Daten gehen woher, wie lange bleiben sie
für was werden sie gebraucht. Ich denke, diese Diskussion wird sehr wichtig sein, weil dass sie fast alles von uns wissen und dass man es einen Muss geben für viele Sachen, das ist eigentlich halt einfach schon so. Also es ist den Leuten zum Teil auch gar nicht klar oder nicht bis ins Letzte klar, was sie auch für Recht abgeben oder was die Plattform alles für Recht haben, mit diesen Daten anzufangen. Also ich glaube, es ist ihnen erstens nicht bewusst, welche Daten von überall her werden weggezogen und zweitens das Recht, das sie haben. Ich glaube, jetzt wissen die wenigsten. Also, dass man überhaupt könnte gegen irgendetwas vorgehen. Aber ich will es gar nicht nur so negativ sehen. Also man kann es ja auch, es ist ja auch, man kann mit dem auch sehr viel machen und auch sehr viel Gutes machen. Ich glaube einfach, dass es gut wäre, wenn viel mehr sensibilisiert wird werden, dass die Leute auch viel mehr wissen, wo gehen überhaupt Daten her. Auf das können wir dann noch näher darauf einsichern. Zuerst zum Christian Wasserfaller, Nationalrat FDP. Christian, wie hast es du einfach als Einstiegsfrage mit deinem Datenschutz, was gibst du von dir preis? Ich glaube, das eine ist ja sicher das, was Alec von Graferid und Alino schon gesagt haben. Die Frage der Social Media, da tut man natürlich sehr viel Preis geben von einem. Man hat dort Logins, dort kann man eigentlich davon ausgehen, dass es relativ viele Datensätze auch in kommerziellen Gefäße landen. Ja, mit dem überhaupt kein Problem. Im Gegenteil, ich finde das ein Vorteil. Auf der anderen Seite die persönlichen Daten, oder? Also die Dokumente oder das, was man im Geschäftsalltag macht. Dort schaue ich schon sehr gut darauf, dass ich zum Beispiel mit sicheren Lösungen arbeite, wo Daten auf den Server verschlüsselt sind entsprechend. Also die Data Security ist für mich einfach auch wichtig. Das ist nicht nur einfach der Datenschutz in dem Sinn, was mit meinen eigenen Daten passiert, sondern auch die Cyber Security, die hinten dran ist. Das ist übrigens so ein Thema, gerade auch für eine Stadt oder für einen Kanton oder für den Bund. Oder? Man hat ja verschiedene Angriffe jetzt auch müssen erleiden. Und ich glaube auch, dass in dieser Hinsicht auch die Leute sich ein bisschen mehr Gedanken sollten machen, wie ich denn mit meinen eigenen Daten arbeite, dass sie nicht in falsche Hände geraten. Das ist auch mal schon ein wichtiger Teil. Aber sonst Social Media, also da mache ich mir keine Illusionen. Ich persönlich teile relativ viel von diesen Sachen, von diesen Daten. Also sei das Bilder auf Instagram oder Text auf Facebook oder auf LinkedIn. Und da gibt es natürlich automatische Interaktionen. Aber ich denke, dort ist wichtig, nur solche Sachen sagen und machen dort auf Social Media, wo man noch in einem Gespräch öffentlich würde sagen, weil es ist eine öffentliche Plattform am Schluss. Da kommt man nicht unter Druck. Du hast vorhin den kommerziellen Bereich erwähnt. Das heisst, du nimmst schon in Kauf, dass halt dann mit entsprechender Werbung oder Werbebanner quasi wie zugeschleudert oder eingedeckt wird. Ja, also wenn man irgendwie nach einem bestimmten Paar Schuhe sucht, kommt dann immer wieder der gleiche Schuh auf den Plattformen. Auch wenn er schon gekauft hat. Wenn er schon gekauft hat, das wissen sie halt noch nicht. Aber nein, also fair enough, oder? Dort ist das Geschäftsmodell hinten dran. Die Plattformen, die funktionieren ja fast zum Teil ausschließlich wegen diesen Werbungen. Und dadurch kann man eigentlich sagen, wenn man halt jetzt einfach das eine oder das andere Preis gibt und irgendeine Werbung bekommt, das ist das eine. Wenn es natürlich dann eher für demokratische oder für irgendwelche anderen Prozesse hinten dran eingesetzt wird, da habe ich ein bisschen mehr Mühe. Aber da muss man halt einfach gleich einmal den Text durchlesen, auf was man eingeht. Ich habe das nur einen einzigen Fall mal gemacht. Jede Plattform hat das dann anders. Aber es lohnt sich gleich einmal zu schauen, dass man da eigentlich genau anklickt. Du hast es vorhin gesehen, es ist eigentlich noch ein schönes Wortspiel. Es sind nämlich zwei Paar Schuhe. Das eine ist die soziale Medienwelt, Social Media, wie wir uns so ein bisschen präsentieren, verkaufen. Das andere sind die hochsensiblen Daten von uns selber. Was braucht es von denen? Wie geben wir die ins Netz? Was ist von diesen Daten nötig, dass wir zusammen in eine digitale Zukunft gehen? Das versuchen wir noch ein bisschen zu lernen, noch ein bisschen auf den Schluss. Was braucht es dazu in dieser Gesprächsrunde? Du hast vorhin erwähnt, wegen der Datensicherheit, die natürlich alle sagen, einerseits wahrscheinlich brauchen wir für die Zukunft, dass Daten digital verfügbar sind. Andererseits müssen sie genau für die verfügbar sein, die sie auch dürfen und müssen und sollen brauchen und für die anderen nicht. Wie sieht der Punkt der Datensicherheit bei uns aus? Also wir haben Fortschritte gemacht, ganz klar. Also die Schweiz hat ja auch nicht zuletzt bis und mit die alten Armeeanlagen in die Möglichkeit, Server reinzustellen, die in der Schweiz selber physisch vor Ort sind. Ich weiss auch, dass unter anderem grössere Firmen wie Microsoft oder andere, ja, Trezor ist jetzt mein Produkt, das ich brauche, vor allem auch. Da kann man jetzt so Abonnement haben, wo explizit entsprechend der Server in der Schweiz steht. Die Infrastruktur, die schießt momentan zum Boden aus in die Pilze. Und ich glaube schon, das ist eine gute Investition eben von der Infrastrukturseite her. Und zusammen eben, Aline hat es glaube ich angesprochen, Datenschutzfragen. Oder mit dem neuen Datenschutzgesetz, das wir jetzt haben,
also die rechtlichen Rahmen, die man hat, die elektronische Identität, die dann kommt, die uns dann, die im elektronischen Raum von der Identität her definiert. Dort haben wir mal einen rechtlichen Teil, den wir dazu nehmen können. Und eben auch infrastrukturseitig, Cybersecurity, haben wir schon, glaube ich, relativ viel machen können in der Schweiz. Schauen wir noch ein bisschen vertieft dran. Wir kommen jetzt zuerst zum Matthias Stürmer, Leiter von Parldigi, Parlamentarische Gruppe für digitale Nachhaltigkeit. Matthias, was ist das genau für eine Gruppe? Was macht die? Was ist ihre Aufgabe? Ja, das ist eine Gruppe, die haben wir vor 11 Jahren können starten im nationalen Parlament. Alle Fotografie war einer der Gründungsmitglieder, Christian Wasserfall natürlich. Und ich glaube, Tallinn war von Anfang an dabei. Von dem her ist es wirklich eine super Sache. Wir haben dann schon gemerkt, die ganze Digitalisierung beschäftigt uns als Gesellschaft. Also es ist nicht nur die Wirtschaft, die sich verändert, sondern auch immer mehr in die Politik. Und haben dann gemerkt, ja, die Frage der digitalen Welt kann man nicht einfach in einer Partei lösen, sondern da müssen wir interfraktionell, überparteilich zusammenarbeiten. Und da haben wir eben können konstruktive Politikerinnen und Politiker an den Tisch holen und so verschiedene Anlässe durchführen, Vorstöße einreichen, Themen auf das Tapet bringen, die vorher noch nicht der Bund noch nicht so im Blick hatte. Und das Denken ist, ja doch, sind wir da schon vor 11 Jahren in dem Sinne unterwegs gewesen. So, ein Fazit würdest du ziehen, was können wir bis jetzt sagen? Was hat die Gruppe bis jetzt erreicht? Also wir konnten vor gut 10 Jahren eben das Thema Open Government Data thematisieren. Das ist die Idee, dass der Staat produziert ja sehr viele Daten, du hast vorher angesprochen, das neue Öl oder die Daten, die das neue Öl darstellen. Und der grosse Unterschied, also das Öl stimmt die Metapher, oder? Das ist auch etwas sehr Wertvolles, die Daten. Aber es ist zum Glück nicht endlich. Also man muss es nicht aufbrauchen, so wie das Öl. Und das ist eigentlich ein Riesenpotenzial. Und wenn der Staat sehr viele Daten sammelt, über Verkehr beispielsweise oder über Umweltdaten und so weiter, Meteodaten, das sind alles unproblematische Daten, ohne Datenschutzproblem, kann man sagen. Und wenn man das öffnet, kann man noch viel mehr das Potenzial nutzen von dieser Digitalisierung als Gesellschaft. Dann kann eine Zivilgesellschaft beispielsweise Apps produzieren oder man kann entsprechende Dienstleistungen entwickeln, Innovationen. Das fördert dann auch die Wirtschaft, die Wettbewerbsfähigkeit von unseren IT-Firmen. Und das ist, denke ich, auch in unserem Interesse, dass wir hier als Schweiz innovativ vorangehen. Bevor wir weiterfahren, haben wir so viel Weise eine Umfrage parat, wo wir gefragt haben, welche Daten würden die Leute überhaupt zur Verfügung stellen? Also, Daten, wie ich mich im Alltag bewege, sind das Daten, punkto meiner Gesundheit. Was genau würdet ihr überhaupt bereit sein, einfach so offen zu legen, wenn es nötig ist? Und dann schauen wir doch schnell rein. Ich bekomme nicht das Resultat. Entschuldigung, es ist kein Spiel. Da warten wir doch schnell, bis ich die Resultate bekomme und fahre weiter mit dem Herr Vograferit. Nein, mit dem Alex. Entschuldigung, ich habe gesagt, wir tun uns duzert. wenn wir anschauen, wegen diesen sensiblen Daten, die die Bevölkerung soll geben, muss die Bevölkerung auch dazu bereit sein. Hast du das Gefühl, wir sind bereit dazu, die Daten rauszugeben? Oder muss man den Leuten auch klar machen, warum genau? Ich glaube, die Leute waren fast bereit, die Daten rauszugeben, und weil sie sich nicht bewusst waren, was alles öffentlich ist, wie wir es vorher diskutiert haben. Und jetzt bekommen sie plötzlich Angst und sagen, ja, Moment, und sie sind auch für die normalsten Daten nicht mehr bereit. Also, und viele sind sehr irritiert, wenn man heute in der Covid-Zeit muss irgendwie Namen, Adresse, Geburtsdatum angeben, nur weil man einen Kaffee trinken will in einem Restaurant. Ich glaube zu Recht. Und dort sieht man nachher, dann fragt man, ja, was machen die denn mit diesen Daten? Und dann sagen sie, ja, mit uns 14 Tagen vernichten. Die kommen da in ein Schachtel und die gehen nicht raus. Und heute sind wir viel sensibler. Und früher sind wir, glaube ich, diesbezüglich viel weniger sensibel gewesen. Aber vielleicht sind wir heute auch zu sensibel, dass eben gerade im Bereich von Gesundheitsdaten dort wäre es wichtig, dass Daten auch aufgezeichnet werden und dass die Gesundheitsdaten nachher auch zur Verfügung stehen, wenn es eben um meine eigene Gesundheit
geht. Und dort sollte man vielleicht, wenn man ein gutes und ein geschütztes Patientendossier hätte, dann wären wir viel eher bereit, zu dem Ja zu sagen. Aber im Moment sind wir so weit, dass wir eigentlich noch zu wenig haben in diesem Bereich. In vielen Bereichen fehlt es noch an einem gesicherten Umgang mit Daten, wo dann nachher die Daten nachher auch so eingenutzt werden können, dass sie uns allen am besten nutzen. Aline, haben wir den Zeitpunkt verpasst, für die Bevölkerung abzuholen und beizubringen, dass so Daten halt auch wichtig sind, dass wir die, dass andere Leute darauf zugreifen können oder andere Institutionen? Ich glaube, man hat recht viel verpasst, aber das ist ja auf eine Art denke ich, auch noch gut. Also es ist ja so ein bisschen halt wie der Alex vorher gesagt hat, die Leute haben halt wie angefangen und und dann ist mal Facebook gekommen und nachher sind sonst, ist ja nicht nur dort, oder? Also, man ist ja, was das Lustige ist, ist ja, man ist bei Strava oder Facebook oder bei diesen Sachen ist man extrem bereit, alles zu sagen und zu bluffen. Und jetzt habe ich wieder 100 Kilometer, bin ich Velo gefahren mit dem ganz genauen Weg, wo man, also alles kann man nachverfolgen von dieser Person. Aber wenn man dann ein Kaffee trinken oder eine Covid-App runterladen sollte, findet man, hey, nein, lassen wir sicher nicht reinreden, was jetzt der Staat von mir weiss. Also ich glaube, die genau, wo ich bin und wenn ich jetzt hier nur einen Kaffee trinke. Ich glaube, genau diese Diskussion, die ist im Moment, also das glaube ich, die muss man einfach führen und dort muss man, glaube ich, auch Vertrauen schaffen. Wir werden das mit der EID, also mit der elektronischen Identität, wird das, also mit dem Referendum, und das wird eine riesige Diskussion sein, oder wer darf die Daten haben und ist es privat, ist es der Staat, und dort, glaube ich, ist es sehr fest ohne Vertrauensdiskussion. Und das andere ist auch politisch. Also, der Matthias hat es gesagt, wir haben, also vor 11 Jahren hat es die Gruppe gegeben. Wenn ich manchmal schaue im Parlament, wir machen jetzt Gesetze, wo ich finde, sollte ich die nächsten 20 Jahre haben. Und wenn wir, also wir sind dort sehr oft einer Meinung, und wenn wir das irgendwie diskutieren, denke ich, das Verständnis oder das Wissen ist noch an einem so kleinen Ort. Das ist jetzt viel besser in der neuen Legislatur. Aber wenn ich denke, wir sind die, die eigentlich sollten, wie Gesetze machen oder ein bisschen vordenken für die nächsten 10, 20 Jahre. Und dann schaust du in den Kreis. Und dann wird es mir einfach anders. dann ist das einfach, dort glaube ich, bräuchte es viel mehr eben auch solche Gruppen oder auch von uns. Oder, ja, auch Tage wie jetzt. Dass man wirklich wie sagt, hey, und wir müssen ein bisschen vorwärts denken, wir müssen auch ein bisschen offener sein. Und dass wir aber genau vielleicht auch die Gefahren, aber eben auch den Vertrauens, dass sie Vertrauensbildung machen können. Also hier auch die Leute, die Nationalratserfahrung haben, da könnten wir vielleicht aber erklären, wenn die da ja alle wollen, dass das schneller geht, warum geht es denn nicht schneller? Ganz Laienfrage von mir aus. Es kommt vielleicht darauf an, wo es schnell geht und wo es etwas langsamer geht. Oder? Ich meine, wir haben jetzt ziemlich stark darüber diskutiert, von diesen Fragen Technologieentwicklung. Oder? Jetzt sind wir bei der 12. iPhone-Generation präsentiert worden, ist 2007. Dort, wo ich glaube, du ins Parlament bist gekommen, wieder, und ich bin wieder um 2007 gewählt worden. Oder? Seither hat man eine gigantische Entwicklung gehabt. Und bis die Politik natürlich dann auch weiss, ja, was muss man denn genau jetzt regulieren? Wo drückt der Schuh? Wie lösen wir es? Lösen wir es extrem tiefgründig lösen oder eher eben liberal lösen? Eben einen gewissen Rahmen setzen, für das es so, in dem Sinne noch stimmt für die Zukunft. Das ist gar nicht so einfach herauszufinden. Und man hat es dann ja im Prinzip auf Einzelthemen fokussiert. Wir haben das elektronische Patientendossier, das Aline vorhin erwähnt hat. Wir haben die Frage eben mit den Open Government Data. Also dort sind jetzt etwa 8000 Datensätze rum, die man dort auf dieser Plattform herunterladen kann. Wir haben die elektronische Identität. Das hat man von mir aus gesehen viel früher müssen machen. Genau, viel früher müssen machen. Das ist nämlich zum Beispiel in Estland ist das der Nukleus gewesen für die ganze Industrie, die sie aufgestellt haben. Dort sind sie Meilen weit weg von uns, weit vorne. Und das andere, was ich natürlich auch gesehen habe, ein bisschen Infrastruktur ist auch zum Teil ein bisschen kontrovers natürlich. Also jetzt die 5. Generation Mobilfunk ist natürlich auch so ein Thema, oder? Wollt man jetzt dort investieren? Wollt man schneller vorgehen? Oder was bremst uns dort? Und dort ist die Politik immer so zwei Schritte hinten nachher, oder? Also gerade die 5G-Thematik, da haben wir auch wieder das Gleiche. Auch dort hat es ja Teile von der Bevölkerung, die dem sehr kritisch gegenüberstehen. Also von seriöse Kritik bis so her in Richtung Verschwörungstheorien, was mit dem Netz alles kann gemacht werden. Ist das nicht grundsätzlich so ein Ding, das zusammenhängt mit dem, was wir vorhin mit Aline besprochen haben, dass halt der Mensch schon sehr für sich selber ist? Also wenn er selber entscheiden kann,
dann macht er irgendwo durch seinen Weg, und sobald ihm etwas vorgesetzt wird, das muss ich jetzt so machen und das wird so eingesetzt, dann ist man grundsätzlich kritisch und man ist kritischer geworden. Alec. Genau, ich glaube, das ist eben die Sensibilität, die ist jetzt da und jetzt überbordet man zum Teil. Oder? Und ich mache ein Beispiel, das ist ein bisschen mein Lieblingsbeispiel und es ist eines, das unverfänglich ist, weil im Moment geht es glaube ich nicht weiter. Das ist E-Voting, also elektronische Stimmabgabe zum Abstimmen und Wählen. Das wäre auf der einen Seite wäre das eine riesige Verbesserung, weil dann könnte man alle Fehlerquellen eliminieren. Aber das ist jetzt heute relativ breit. Sie sagt, nein, das ist gefährlich, wir sind noch nicht reif. Dabei wären wir schon lange reif. Und ich mache ein Beispiel. Wir haben unser ganzes Abstimmungsverfahren. Das ist voll digitalisiert. Wir haben ein Stimmregister, das ist voll digitalisiert. Die ganze Auszählung ist digitalisiert. Das Einzige, was noch nicht digitalisiert ist, ist die Stimmabgabe. Das ist der Zeitpunkt der Stimmabgabe. Und jetzt hat es ja da Diskussionen gegeben, haben wir gesagt, man könnte die Stimmabgabe manipulieren. Aber hallo, das kann man schon heute. Also muss man in ein Altersheim schauen. Also so das Missbrauchspotenzial ist riesig mit dem Stimmzettel. Digital verletzen kann man unser System auch schon jetzt. Also man könnte das Stimmregister hacken. Das ist noch nicht mehr in meinen Sinn gekommen, aber das wäre sehr unangenehm. Das weisst du noch nicht. Dort könnte man natürlich, dort sind wir verletzlich und dort müssen wir uns gut schützen. Aber die Stimmabgabe, die wäre jetzt eben auch zu machen und man muss es einfach schützen. Aber jetzt ist die Diskussion so gelaufen, dass es gesagt wurde, ja, das ist viel zu riskant, man darf das gar nicht machen. Aus meiner Sicht, aus einem überzogenen Verständnis, ja, man könnte ja das verletzen. Hallo, die analoge Stimmabgabe kann man auch verletzen. Also da kann man auch beeinträchtigen. Also beschissen worden ist schon immer und gegen Beschiss muss man so oder so vorgehen. Aber das zeigt irgendwie, wie die Diskussion plötzlich so eine komische Kurve nimmt und die Leute nachher von lauter Herrje kopfscheuch werden und eigentlich auf die weitere Entwicklung auch nicht mehr vertrauen, obwohl man könnte. Also dort denke ich, ist halt extrem wichtig, dass die Bevölkerung mitgenommen wird und dass das Vertrauen wieder noch mehr gestärkt wird. Also, es ist ja nicht ganz ungefähr, dass man ein bisschen skeptisch ist, wie das Ganze abläuft. Es sind ja wirklich grosse Businessinteressen in dieser IT-Branche, oder? Wo Firmen wie Google und Apple, Microsoft, die haben eine riesen Macht. Und man hat das bei den letzten US-Wahlen gesehen, was da Firmen Macht missbrauchen mit Social Media. Und dort denken ist entscheidend, dass man eben mit Sachen wie das neue Datenschutzgesetz, das ist ein wichtiger Faktor, dass quasi der Staat wieder mehr Zugriff hat auf Firmen, die beispielsweise das Gesetz verletzen. Letzte Woche habe ich gelesen, in der EU mit der neuen Datenschutzgrundverordnung sind in den letzten anderthalb Jahren über 200 Millionen Bussen verteilt worden an Firmen, die das neue Datenschutzgesetz verletzt haben. Und so kann man auch ganz klar wieder Schranken setzen, weil sagen Sie mal, die Wirtschaft hat immer das Interesse, die Daten rauszuholen und zu brauchen, und sei es jetzt für Online-Werbung oder für Polit und so weiter. Und dort ist es wichtig, dass man wiederum Vertrauen schaffen kann. Und dann sind Sachen wie E-Voting, das EID, wo jetzt die Abstimmung kommt nächstes Jahr. So kann man dann die Bevölkerung wieder mitnehmen. Das finde ich sehr wichtig. Also die Covid-App, oder? Wieso tun das so wenig Leute installieren? Weil einfach viele Leute weder den Nutzen sehen, noch das Vertrauen haben, dass die App wirklich das macht, was sie verspricht. Jetzt hat Alec vorhin so ein bisschen das Analoge noch angesprochen. Ich tue zum Beispiel Abstimmung, ich tue das Kuvert zukleben, ich bringe es vielleicht auch zum Mehrlacher, hoffe, ich gehe so selber in den Briefkasten rein. Natürlich kann jetzt nachdem immer noch etwas passieren. Der Brief kann verloren gehen, aber ich habe das selber physisch runtergelassen. Wenn wir jetzt in die digitale Welt gehen, haben natürlich ein Teil der Bevölkerung das Problem, selbst wenn man ihnen sagt, es ist sicher, oder wir haben die ganz tollen Schutzfunktionen drin. Bleibt es für viele natürlich ein völlig abstraktes Konstrukt, wo sie sich nicht erklären können, wie funktioniert das und wie kann man das am Bürger, der Bevölkerung näher bringen? Also dort denke ich, ist sehr wichtig, dass Vertrauen geschaffen wird. Und zwar in dem Sinn, dass möglichst viel offen gemacht wird, Transparenz. Also das ist eines der Gebote, das E-Voting müssen die Systeme ja open source, also sie müssen, der Quellcode muss offen sein, dass man drauf schauen kann. Jetzt normal Bürger, die sich auch den Quellcode nicht anschauen, ist mir auch klar. Aber man kann wiederum Expertinnen und Experten beauftragen, dass die den Code anschauen und kontrollieren können.
Und das hat man auch gemacht. Und darum ist letztes Jahr ist das eben, hat die Post quasi ihr E-Voting-System offengelegt, weil sie haben müssen, weil der Bundesrat das gezwungen hat. Und dann hat man gesehen, das hat Lücken, das hat Probleme. Und aus diesem Grund haben sie es nicht dürfen ausrollen im Herbst. Und wir müssen es jetzt verbessern. Und das ist eigentlich ein sehr wichtiger Faktor, dass die Transparenz da ist, damit eben Profis drauf schauen können und verifizieren, dass dann nichts schief läuft. Aber ich vertraue ja auf Profis. Ich würde ja nie selber einen QL-Code überprüfen, weil ich es nicht kann. Aber nachher schaue ich, wenn so und so viel das machen. Und natürlich, das ist bei mir, also das ist, als ich zuerst mal mit der Kreditkarte zahlt habe, habe ich es ein bisschen komisch gefunden. Als ich zuerst mal twintet habe, habe ich es auch ein bisschen komisch gefunden. Und irgendwann ist, nach Jahren oder so entwickelt sich das. Und nachher bekommt schon ein gewisses Vertrauen, oder? Und ja. Dass es eben auch funktioniert. Und ich glaube, dort muss man auch ein bisschen, also dort muss man auch ein bisschen arbeiten. Ich kann doch nicht, also heute Morgen ist mein Handy updated worden und nachher hätte ich wieder so die ganzen allgemeinen Geschäftsbedingungen durchlesen, was und dass ich allem zustimme und da vertraue ich einfach darauf, dass du die gelesen hast und dass ich demzufolge nachher dem bedenkenlos kann zustimmen. Aber durchlesen tue ich sie nicht. Also gelesen habe ich sie nicht, ehrlich gesagt, weil ich mal das ändert hier fast täglich die AGBs, das ist ja der Trick von diesen Firmen. Aber das Gesetz, also eben, da ist eigentlich genau dort die Politik gefragt, dass sie gute, griffige Gesetze haben, wie das Datenschutzgesetz, das er gewährleistet, dass die Firmen nicht einfach die Leute über den Tisch ziehen können, mit irgendwelchen Kleingedruckten. Und das wird jetzt zum Glück auch in der Schweiz, glaube ich, ab 2022 kommt das neue Gesetz, dass man dann entsprechend den Konsumentinnen und Konsumentinnen, dass sie das auch akzeptieren müssen und nicht nur einfach überwinken, das ist eigentlich die grösste Lüge, oder? Ich habe die Nutzungsbedingungen gelesen. Die grösste Lüge auf dieser Welt, oder? Und das ist in dem Sinn, das bringt euch nichts. Aber wenn man jetzt mit gesetzlichen Vorschriften sagt, schaut die Firmen, die dürfen so Sachen sammeln, aber die Leute müssen ganz bewusst ihre Daten einwilligen, dass die Daten dafür genutzt werden. Und da kann man offen einfach vertrauen darauf, man muss sogar nicht mal lesen, dass da kein Blödsinn drin steht. Wichtig ist echt, dass man nicht einfach, sage jetzt mal dort, dann sind bürokratische Leerläufe produziert. Oder? Das haben wir ja vielfach auch gesehen mit der neuen Datenschutzgesetzgebung aus der Europäischen Union, wo man auf jeder Webseite 100 Mal am Tag muss die Cookies wegklicken oder anklicken und sagen, wir sind einverstanden. Ich meine, aber auch dort, wer hat das denn schon gelesen? Oder? Ich finde es schon wichtig, dass man sagt, man muss gewisse Grundsätze haben, aber man sollte auch nicht ins Detail hineingehen, wo die Leute eben wieder nicht mehr in der Lage waren, zu beurteilen, ja, zu was habe ich jetzt genau ja gesagt. Oder was habe ich jetzt genau angeklickt? Oder? Das muss dann wirklich auch so einfach lesbar sein für einen Durchschnittsuser, dass man echt einen Mehrwert hat. Oder? Ich denke, dort ist so ein bisschen die Balance, die man finden muss. Weil man kann relativ stark ins Detail gehen, vom Gesetz her, was mir jetzt noch erlaubt ist, was nicht erlaubt ist. Aber gleichzeitig muss es auch noch anwendbar sein für die User. Oder? Ich glaube, das ist schon eine Auseinandersetzung. Es ist ja ein Zeitfaktor. Also je nachdem, wie fleissig oder wie lange ich am Tag im Netz rum bin und was ich alles besuche, kann ich eigentlich den halben Tag damit verbringen, solche Bestimmungen durchzulesen. Aber es ist ja auch nicht, also ich glaube, die Kommunikation ist recht wichtig, sei es für Vertrauensbildung oder sei es eben, wenn ich jeden Tag so irgendetwas oder es kommt wieder etwas Neues und wir haben es im Fall noch etwas geändert oder gucke hier, gucke da, akzeptiere, weil sonst kann ich die Seite gar nicht anschauen. Denn das finde ich ist nicht eine vertrauensbildende Massnahme. Oder? Es wäre wie einfacher, das ist irgendwie zählt jetzt ist es wie so. Und dann muss man sich wie auch alle daran halten. Für das braucht es das Gesetz, da gehe ich voll mit dir einig. Aber nachher ist es wie auch mal ein bisschen so. Und viele haben ja wie das Gefühl, also es ist echt genau das Gleiche. Das eine ist halt der analoge Raum und das andere ist der digitale Raum. Und in jedem Raum haben wir Regeln und eben, wir haben auch das ist das, was ich am Anfang gemeint habe, mit den Grundrechten. Wir haben gewisse Rechte, die wir in unserem Leben haben, sei es physisch, analog oder eben im digitalen Raum. Ich glaube, dort haben ganz viele Leute das Gefühl, schon nur mit verschlüsselten E-Mails oder wo sind meine Daten, wenn ich nicht mein Geld hänge ich einfach zum Fenster raus und alle können es einfach nehmen. Und dort hat man das Gefühl, da weiss ich es, oder? Da habe ich das sicher das Bankkonto oder ja, mein Tresor oder so. Aber mit Daten, die zum Teil sehr viel oder fast gleich viel Wert hätten, tut man dann, ah ja, easy, schicke es raus, man kann hier einfach überall zugreifen, ich habe überhaupt kein Sicherheitssystem auf meinem Kompi. Weil es die Leute auch nicht wissen oder das Gefühl haben,
das machen nur Profis, da habe ich keine Ahnung. Und dort habe ich das Gefühl, müsste man das eben auch abbrechen. Schon wenn wir eben in einer Kommission Expertinnen und Experten haben und die sagen uns etwas und die Hälfte sind so, was erzählen die uns? Ich glaube, dort mangelt es schon ein bisschen am wirklich Weitergeben von dem Wissen, das sehr komplex ist, in eine einfache Sprache. Dort haben wir, vielleicht noch mal ganz kurz, also wir werden für nächstes Jahr von Paradigi so eine Masterclass starten, damit eben Parlamentarierinnen und Parlamentarier sich auch ein bisschen inhaltlich weiterbilden können. Also Covid, so Gott will, können wir das nächste Frühling starten, oder? Und dann können wir dann in dem Sinne zum Thema künstliche Intelligenz, Datenschutz, Cybersicherheit und so weiter. Wir haben verschiedene Expertinnen und Experten, die dann auch insbesondere auch eben Politikerinnen und Politiker weiterbilden und Informationen liefern, dass man auch in einem kleinen, geschlossenen Kreis auch ein bisschen Fragen stellen und inhaltliche Themen diskutieren kann. Aber logisch, also ich weiß auch nicht, wie ein Zug funktioniert und ein Flugzeug und ich hocke gleich drin und vertraue darauf, dass die Piloten wissen, wie sie fliegen und der Staat genügend Regularien gemacht hat, dass das nicht abstürzt. Also. Ich will gleich nochmal einfach auf so ein das gesellschaftliche Problem zurückkommen, die Geschwindigkeit, wie die Digitalisierung oder das Nutzen vom Internet halt vorwärts gegangen ist. Du hast vorhin die Regeln erwähnt. Die Regeln werden ja nicht gleich angewendet, wenn man Social Media anschaut, wie dort eigentlich jede Diskussion, jeder Kommentar unter irgendeinem Thema nach dem dritten, vierten Post völlig aus dem Ruder rausläuft. Ein paar jegliche irgendwie Gepflogenheit gegeneinander. Wahrscheinlich eine Diskussion, die wir hier in dieser Runde direkt miteinander nicht hätten. Also die Regeln nimmt man nicht gleich wahr in der digitalen Welt. Ja, das ist oftmals so eine Frage, die von Schulklassen kommt, wenn wir im Parlament haben. Aline schmunzelt schon. Da Social Media, wir haben gesehen, ihr macht dieses und jenes. Dann kommt immer ein bisschen das Gespräch, wie man Social Media auch anwendet. Und dort sage ich halt wirklich immer das Gleiche. Sagt nur das, was ihr hier, wenn ihr auf einem Bundesplatz würdet laufen, von versammelter Kulisse auch würdet sagen. Weil genau so öffentlich ist es. Jede Person kann potenziell sehen und lesen, was ihr wollt, oder? Also tut nicht einfach denken, ich bin anonym hinter einem Bildschirm, ich sehe niemand am Abend und ich lasse irgendetwas raus. Weil vielleicht ist ja die zukünftige Lehrmeisterin liest auch mit, oder? Und da kommt man dann unnötigerweise unter Druck und da muss man sich einfach ein bisschen so ein bisschen in einem Rahmen können bewegen. Das denke ich ist ganz wichtig. Ich habe es gerade durchgegeben bekommen, wir haben das erste Ergebnis von unserer Umfrage, wo wir die Leute gefragt haben, eben, welche Daten würden sie rausgeben oder zur Verfügung stellen. Das heisst, 54% Entschuldigung, würden ihre Mobilitätsdaten rausgeben, 36% ihre Gesundheitsdaten und keine Daten würden 9%, also nicht, eben nicht rausgeben, 9% sagen, geben gar keine Daten raus. Das ist keine repräsentative Umfrage, das sind die Leute, die hier teilgenommen haben. Aber was fällt jetzt mit so einer Zahl an, Alec, wenn du das hörst? Doch über die Hälfte, ja, 54% würde zumindest rausgeben, wie sie sich durch den Alltag bewegen und 34%, wie sie von ihrem Gesundheitsstatus her unterwegs sind. Es ist die Hälfte, also es ist sehr, sehr wenig, also sehr viele, die sich bewusst sind über die Datensicherheit, aber die sich vielleicht zu wenig bewusst sind, oder vielleicht hier haben wir besonders gut Informierte. Aber wichtig ist ja, wie bewusst dass man ist, was mit meinen Daten passiert, wo dass ich es eben hergeben kann. Oder? Und wenn ich sicher bin, wenn ich auf die Bank gehe und dann gebe ich meine Bankdaten an, dann fühle ich mich sicher. Und ebenso sicher soll ich mich ja im Cyberraum auch können fühlen. Aber offensichtlich fehlt es eben an dem Sicherheitsgefühl, dass man das Gefühl hat, mal, hier kann ich drauf vertrauen. Und das, an dem müssen wir arbeiten. Und für das braucht es eben eine eindeutige eine EID, aber eine, die verhebt. Oder? Und dort sind wir halt in Gottes Namen noch nie. Und das ist wirklich ein Jammer. Ich glaube, dort haben wir eine gewisse Entwicklung auch verpasst, für eben dass man die Leute mitnehmen kann, dass die Leute nachher heute auch sagen, es ist gut. Aber ich bedauere es eigentlich, das grosse Misstrauen, weil eigentlich sollte man sagen, ich weiss, wo ich meine Daten hergebe und ich fühle mich sicher dabei. Also, und dort müsste man irgendwie wieder herkommen. Das sieht man doch auch noch eklatant. Ich glaube, Aline hat vorher kurz auf den Widerspruch hergewiesen, oder? 36% der Leute wollen ihre Gesundheitsdaten preisgeben und nur 54% der Leute ihre Mobilitätsdaten.
Wenn man jetzt die Frage stellen würde, wie viele haben einen Facebook-Account, oder? Dann sind es irgendwie 80%. Also dort, bei diesen Gefäßen da kann man nicht genug Daten geben und man ist völlig unkritisch, oder, was mit dem überhaupt gemacht wird. Also, wahrscheinlich haben ja die 9%, die keine Daten rausgeben wollen, genau, als Facebook-Profil. Also, genau, das sind auch die kein Facebook-Profil haben. Aber das finde ich wirklich einen nicht auflösbaren Widerspruch, dass man ausgerechnet die Daten, die man rechtlich abgesichert hat, wo man klare Rollenzuteilungen hat, wer wie darf zugreifen und wer wie was wo darf machen, und das sogar noch gesetzlich reguliert ist, dort ist man unglaublich kritisch. Und auf der anderen Seite, da ist eine Datenquelle, die sprudelt wie der Brunnen im Erlacherhof da vorne, oder? Also, das finde ich irgendetwas, wo man nicht auflösen kann. Und ich hoffe mir wirklich durch die Diskussion und hoffe natürlich auch, dass das Gesetz angenommen wird, das EID-Gesetz, dass man eben dort auch mal den Teppich legen kann und die Basis legen kann, dass man eben solid in der Schweiz mit einer digitalen Identität unterwegs sein kann. Und ich hoffe wirklich, dass das durchkommt. Martin Stürmer, schauen wir es doch kurz einfach inhaltlich an. Also, was für Daten ist das sinnvoll, was man muss zur Verfügung stellen muss, für das wir als Stadt, als Land in eine digitale Zukunft gehen können? Ja, zum Beispiel gelesen, wir können sonst so viele Autounfälle verhindern, wenn die Autos ganz oder mindestens halbwegs automatisch gesteuert werden. Das wäre auch etwas, wo zum Beispiel Verkehrsdaten etwas nutzen können, dass man irgendwelche Leben kann retten faktisch. Weil es gibt weniger Unfälle, es gibt weniger Verletzte, Tote. Dort habe ich das Gefühl, wäre es eine riesige Chance, wenn der Staat oder wenn man überhaupt könnte die Daten sammeln. Fakt ist natürlich, das ist eine Autoindustrie, oder? Das sind alles Autos wie BMW oder Tesla oder VW hat es als Elektromobil. Die sammeln die Daten von ihren Kunden, logischerweise, und können das machen, um ihre Autos zu verbessern. Jetzt müssen wir überlegen und sagen, ja, würde es nicht eigentlich Sinn machen für die Gesellschaft, dass nicht einfach nur jede Autofirma für sich Daten sammelt und einfach die Tesla-Fahrer dann umso sicherer fahren. Eigentlich wäre es sinnvoll, wenn alle Autos in der Zukunft die Daten nutzen könnten, um nachher einen sicheren Straßenverkehr zu haben. Und hier wäre dann die Rolle vom Staat wiederum, von der Politik zu sagen, schaut, wenn es Daten sind, wo es um menschliche Sicherheit geht und so, dann kann nicht einfach eine private Firma alles für sich graben, sondern hat eine gewisse Offenlegungspflicht, damit man eben kann Sachen sicherer machen. Das Gleiche gilt für das Gesundheitswesen, für das Bildungswesen, für die Umwelt, Energie. Überall dort, wo Gesellschaften einen höheren Nutzen herausziehen können, sollte es aus meiner Sicht Grundlagen geben, um dort auch Daten von Privaten können zuzugreifen. Können wir das mit dem Auto kurz konkretisieren? Also, das heisst, mein Fahrverhalten würde quasi öffentlich gemacht werden, inklusive Unfall? Oder ja, mit Namen. Das würde uns alle sehr interessieren. Also, meins wird man lieber nicht sehen, also das wird auch nicht veröffentlicht. Nein, aber es geht nicht darum, dass man namentlich, sondern das kann man alles anonymisieren. Oder? Es geht hier um Big Data. Oder es geht um. Meins wird veröffentlicht. Meine Fakt ist, dass schon heute jeder, der mit seinem Handy unterwegs ist, tut die ganze Zeit, sei es jetzt Google oder Apple, irgendwelche Positionsdaten liefern. Und da kann ja heute schon Google sehen, wo gibt es welchen Stau, welchen Unfall. Google hat viel mehr Mobilitätsdaten als der Staat, als Swisstop oder irgendwelche andere Astra oder so. Um das geht es, oder? Dass man einfach die Daten anonymisiert, die massenhaften Daten könnte auswerten. Und das ist dann wiederum die Möglichkeit, einen gesellschaftlichen Nutzen zu generieren. Oder das ist vielleicht noch als Beispiel, oder? Die in ihrem Auto das Apple CarPlay oder Android CarPlay haben, oder? Dort hat man ja nachher, wenn man auf der Google-App jetzt zum Beispiel ist, ich nehme das Beispiel gerade auf, hat man ja nachher, wenn man irgendwie in einen Stau reinfährt, dann weiss schon, Google weiss eben, dass schon der Stau ist, oder? Weil halt all die, ja, die Google verwenden und die Daten, die Mobilitätsdaten eben preisgeben, dann weiss man ja, wie schnell dass die unterwegs sind oder dass sie im Stau reinstehen. Dann tut es eben schon entsprechend Alternativrouten aufzeigen, die erstaunlicherweise sehr gut funktionieren. Also ja, jetzt mehrfach bin ich mit Google gefahren und plötzlich habe ich gemerkt, ja, da ist Stau 10 Minuten länger, hier 5 Minuten schneller und es hat wirklich verhauen. Also das sind schon die, aber das ist schon der Mehrwert, wenn man eben auch sagt, wie der Matthias Stürmer, ja, ich teile meine Daten und dann habe ich einen gesellschaftlichen Mehrwert. Und wenn man jetzt überlegt, oder wenn man jetzt noch auf Fahrzeugsicherheit runterbricht, ich bin selber Maschinenbauingenieur und dort hat man immer die Frage, wie viele Daten brauche ich, um einen Prozess wirklich sicher zu betreiben. Und da kommen dann automatisch auch gewisse Haftungsbestimmungen dazu, oder?
Also vielfach haben die Auto haben so etwa 5 oder 6 Kategorien vom total manuellen Fahren bis zum vollautomatischen Fahren, so in verschiedenen Abstufungen für Assistenzsysteme, das die haben. Und die Assistenzsysteme, die funktionieren genau eben nur so gut, wie sie wissen, kann ich antizipieren, was ist meine Entscheidung, die ich jetzt fälle und vor allem rechtlich, was ist jetzt die Frage, oder? Wenn ich heute einen Unfall baue mit einem automatisierten Auto, der ist immer der Fahrer die Schuld, nicht beherrschend des Fahrzeugs. Wenn jetzt ein Auto 100%ig automatisch fährt, ist dann plötzlich die Firma die Schuld? Oder wie kann man das rechtlich haftungsmässig abdecken? Das ist eine riesige Diskussion auch im Astra, im Bundesamt für Strassen, entsprechend auch, wie man die Situation rechtlich solid regulieren kann. Und je mehr Daten das man hat, letztlich, desto besser funktionieren die Systeme. Andere Frage, die ich von Matthias noch aufgreifen möchte, betreffend eben Google und der Datensammlung. Warum darf der Google etwas machen und verwenden von Daten, die, wenn wir es hier in unserem Land machen wollen, wir noch nicht können? Da lachen, das meine auch. Ja, also natürlich, also, there is no such thing as a free lunch, oder? Also, wir tun ja nicht Google einfach Suchmaschinen brauchen und Handys brauchen und so, weil die irgendwie die Welt verbessern. Sondern die bekommen etwas, die bekommen unsere Daten. Das ist eben wertvoll, wie das Öl, oder, wo wir quasi verschenken. Wir schenken wirklich faktisch unsere Daten schenken an Google und dann bekommen wir eine App, die uns sagt, dass wir, wo wir müssen durchfahren müssen, damit wir schneller ans Ziel kommen. Und jetzt ist hier die Frage, ja, wie viel Wert haben die Daten? Darf Google einfach alle Daten machen, alle Daten sammeln? Oder gibt es eben gewisse Grenzen? Also wenn faktisch sammeln ja die Firmen unendlich viele Daten und haben heute eben einen Marktwert, der grösser ist als also wenn man nur Apple anschaut, über 2000 Milliarden Marktwert, die sind grösser als die ganze italienische Volkswirtschaft. Und das heisst, die Firmen haben so viele Daten, so viel Macht, da denke ich, sie müssen eben schon langsam auf den Staat reagieren und sagen, ja, halt mal, wir müssen jetzt auch ein bisschen schauen, dass die Daten von unseren Bürgerinnen und Bürgern nicht einfach da nach Amerika verschenkt werden. Klar, irgendwo kommt sie wieder zurück, aber dass wir gewisse Datensouveränität haben, den Datenkolonialismus von den chinesischen und amerikanischen Firmen noch einschränken kann und dort doch wieder das Big Picture im Kopf haben. Also ist der ein Weg auch mit den Konzernen wie Google versuchen, zusammenzuarbeiten in Zukunft oder näher zusammenzuarbeiten, oder muss man grundsätzlich einen eigenen Weg gehen, wenn es um das Erfassen und Verwerten von Daten geht, die man braucht? Es geht um ein Regulativ. Man muss ein gutes Regulativ schaffen. Und wir haben das eigentlich, man muss nichts Neues erfinden. Weil es gibt es bereits zum Beispiel im Bereich der Erfindungspatente. Oder? Erfindungspatente haben wir seit über 100 Jahren. Und das hat unsere Innovation sehr gestützt, dass wir das haben. Wenn man eine Erfindung macht, dann kann man die schützen. Aber man muss sie dafür offenlegen. Oder? Also, und hat nachher volle Transparenz. Und ich glaube, mit solchen System, dass man Sachen kann zugestehen kann, aber auf der anderen Seite bekommt man Transparenz zurück, kann man eigentlich das sehr gut regulieren. Aber es muss reguliert sein. Und das ist, glaube ich, auch das, was wir erwarten, dass der Staat eben schaut, dass es sicher ist und dass die Leute eben sicher können surfen, sicher können arbeiten, sich können sicher fühlen. Und diese Sicherheit muss man aber noch schaffen. Man muss sicher mit ihnen zusammen. Man kann, weil sie waren halt einfach älter und innovativer und schneller. Also, sie haben es ja eigentlich haben sie es mega gut gemacht, muss man sagen. Oder? Und eben man fährt dann mit Google anstatt mit irgendeinem, weiss ich was. Also, ich kenne mich da nicht so aus, ich bin im Stall auf meinem Velo. Aber einfach, man muss mit ihnen zusammen schauen. Und ich glaube, man muss vor allem sicherstellen, was passiert mit den Daten. Oder dass man sie sammelt und so, das braucht eine gewisse Regulation. Finde ich auch. Aber der Punkt ist, sie werden ja einfach schon gesammelt. Und jetzt muss man ja schauen, wie geht man mit dieser Situation um und was passiert vor allem mit den Daten, die rausgehen. Sie sind öffentlich, kann man sie für die Gesellschaft brauchen, kann man sie für es gibt ganz viel, oder? Beim Klimaschutz, Effizienzsteigerung, es gibt so viele Gebiete, wo viele Daten helfen, also wissenschaftlich gesehen. Und ich glaube, es ist schon ein riesen Unterschied thematisch, oder? Mir erstaunt jetzt nicht zum Beispiel, dass es ist ja nicht repräsentativ, aber mehr finden bei Mobilität, sage ich, problemlos
wo ich fahre, so, das könnt ihr doch wissen. Und das ist super, da kann man schauen. Wir haben auch mit ProVelo so eine eigene App gemacht, Cyclomania, wo man kann sagen, wo sie zum Beispiel hört oder wo ist es schwierig. Und das ist für die Städte super interessant, sie wissen genau, ah, hier, und vielleicht könnte man hier die Auto, hier die Velo, da gibt es auch wieder einen sicheren Verkehr. Also der, und auch bei Gesundheitsdaten, glaube ich, ist es eben schon ein bisschen kritischer, oder? Weil man hat das Gefühl, wenn das bei der Krankenkasse landet und dann geht meine Prämie auf. Also, oder das sind auch all die Folgen, Diskussionen oder Überlegungen, die sich dort machen. Und darum glaube ich, braucht man kommunikativ auch eine thematische Strategie. Also es sind verschiedene sensible Bereiche, wo wir diskutieren in dem ganzen digitalen, in dieser digitalen Welt. Also wir natürlich auch immer so ein bisschen aus dem Science Fiction immer das Big Brother is watching you, die George Orwell-Geschichte natürlich. Ich glaube, das ist halt den Leuten so ein bisschen im Sinn, wie man das aus Literatur und Film kennt. Und wie kann man, mir vorhin gehabt, ja, man muss die Ängste versuchen zu nehmen. Und wie kann man der Bevölkerung zum Beispiel auch sagen, was das und das und das wird mit den Daten und mit diesen Daten garantiert nie passieren? Also wir müssen vielleicht sogar umgekehrt hergehen. Den Nutzen aufzeigen, was man machen kann, wenn man die Daten preisgibt. Oder? Also was habe ich für einen positiven Mehrwert in der Gesellschaft, in der Bevölkerung, wenn ich meine Daten preisgebe? Ich nenne euch ein Beispiel. Es gibt in der Medizinwelt, in der Schweiz, gibt es ein sogenanntes Swiss Personalized Health Network, oder? Wo man die ganzen Gesundheitsdaten von Patientinnen und Patienten auch verwenden will, bis und mit den genetischen Daten auch, dass man zum Beispiel dann kann individuelle Therapien für Personen machen kann. Und wenn man natürlich dort jetzt lernen kann, wer hat wie auf eine Therapie angeschlagen und wie kann man zum Beispiel auch entsprechend neue Therapiemethoden verwenden, dass sie weniger Nebenwirkungen haben, dass man schneller zum Ziel kommt, günstiger zum Ziel kommt. Das hat einen immensen Wert, oder? Aber jetzt sind wir hier in einem Bereich, der extrem heikel ist, oder? Und dort muss man den Mehrwert einerseits aufzeigen und andererseits, da bin ich auch der Auffassung, einfach klar sagen, wer mit diesen Daten was darf machen und was eben ausgeschlossen ist. Aber der Einstieg ins Gespräch muss man damit führen, was nützt das der Gesellschaft? Was nützt das den Patienten, nicht nur mir als Patient, sondern auch all denen, die vielleicht eine ähnliche Therapie auch sollten haben, schon dringend sollten haben, oder? Das sind wie die zwei Sachen, die ich denke, sind wichtig. Wenn wir noch schnell schauen, Matthias Stürmer, wenn die Zukunft schauen, was muss in den nächsten 10 Jahren in der Entwicklung gemacht werden oder passieren, dass wir können sagen, wir sind gut unterwegs. Also sind wir überhaupt gut unterwegs oder sind wir eher so ein bisschen hinterher und werden wir weiter sein? Nein, also ich glaube, wir können recht, wenn es wirklich so weitergeht, denke ich, ist gut wichtig, einfach, dass die Digital Skills gesteigert werden. Und das fängt an bei der Grundschule, eben Lehrplan 21 sieht ganz explizit Medien- und Informatikunterricht vor. Künftig können die Kids quasi lernen, programmieren. Sie verstehen quasi, was ist Algorithmus, wie funktioniert das. Das gibt auch schon mal, nimmt auch schon mal viele Ängste. Oder? Wenn du nicht weißt, wie ein Computerprogramm geht, dann ist das für dich alles wie Blackbox. Dann hast du das Gefühl, so, Magie. Dabei ist das alles Mathe, das ist alles Mathematik, das sind Algorithmen, das ist Logik. Wo das Kind mit ihren Schuljahren schon lernen, ist das Zentrum. Das ist schon mal eine gute Voraussetzung. Das andere, also ich arbeite an der Uni Bern, dort haben wir zum Beispiel seit diesem Jahr Grundkurs Programmieren, wo sämtliche Studierenden von der Uni Bern können Grundkurs eben für das Programmieren besuchen. Und egal, ob sie jetzt Jus studieren oder Medizin oder Geschichte oder irgendetwas, die Idee ist einfach, dass die Digital Skills auch nicht mehr so eine Elite vorbehalten sind, die vielleicht eben Informatik studieren, sondern wir müssen noch viel breiter sein. Man kann es vergleichen, wie wo man vor ein paar hundert Jahren hat angefangen hat, der Bevölkerung Lesen und Schreiben beizubringen. Das war schon nicht selbstverständlich gewesen, noch vor hunderten von Jahren. Und wenn man das Bildungsniveau auch im digitalen Bereich kann steigern kann, dann habe ich das Gefühl, haben wir eine gute Grundlage, sei es jetzt für Innovation, sei es auch für neue Gesetze, dass die Leute nicht Angst haben, unnötige Ängste haben, unbegründete Ängste. Manchmal sind sie ja begründet. Also es ist nicht so, dass es immer nur Fake News sind, was da passiert. Aber manchmal ist es aber unbegründet, dass man nicht Angst haben muss, wenn jetzt die Idee jetzt halt nicht alles vom Staat kontrolliert wird. Das ist so eine Diskussion, die geführt wird über das neue Idee-Gesetz. Aber wenn man Skills hat, Verständnis hat, dann ist das für einen auch schon viel weniger so Magie, sondern da hat man mehr Vertrauen drin. Alec, wo siehst du den Fokus auf die Stadt Bern? Stadt Bern in den nächsten 10 Jahren, wo sollten wir
da stehen mit der Digitalisierung und mit der Bereitschaft, die Daten zu teilen. Und vor allem, ist das eine Lösung für die Stadt Bern? Oder man muss ja da global denken. Das muss eigentlich schlussendlich wie muss ja die ganze Welt sein, die sich da irgendwie auf dem gleichen System kann einigen kann. Ja gut, die Stadt Bern muss sicher vorwärts machen. Es ist lang, ist nicht so viel gelaufen in der Digitalisierung zu Bern. Und es ist nötig, dass wir dort ein bisschen vorwärts machen. Das wollen wir auch und dort sind wir auch dran. Wir müssen unsere ganze Geschichte ein bisschen strukturieren. Bezüglich Daten ist es so, dass ja die Städte sehr viele Daten selber tun, oder das Gemeinwesen sehr viele Daten selber tun, verwalten und dort eine gute Qualität herzubringen. Dort sind wir dran. Wir haben unsere Geodaten. Also die Stadt Bern hat ein super Geodatensystem und dort sieht man eigentlich, dass man im Bereich von der Geodaten und der geografischen Informationssystem das sehr gut aufbauen kann. Und dort sind wir jetzt dran. Und an dem haben wir zum Beispiel auch gesehen, dass wir zu viele komplizierte Bauvorschriften haben, die wir selber gar nicht kennen. Und die haben wir erst, als wir alles digitalisiert haben, haben wir nachher gesehen, was alles eigentlich übereinander liegt. Und dass wir dort auch ein bisschen müssen entschlacken. Also es hilft auch in diesem Bereich. Aber dort weiterkommen, die Daten aufbereiten, alle Datenbanken aufbereiten. Alle Prozesse digitalisieren und nachher über ein einheitliches Portal schließbar zu machen. Also dort sind wir dran. Wir kommen noch gegen Abstimmungen in Sinn. Wir haben erstmal gerade eine Nachzählung zu Ostermundigen gehabt, weil tatsächlich analog irgendwo mit einem Container und 4 Kuvert und so weiter. Und es waren nur ein paar wenige Stimmen gewesen. Und darum hat es tatsächlich eine Auswirkung auf die schlussendliche Zusammensetzung im Parlament zu Ostermundigen. Sind das so Sachen, die zukünftig vermieden werden können, wenn man es auf die digitale Art macht, dass eben ein physisches Nachzählen gar nicht notwendig ist, weil digital kann man sich nicht täuschen? Ja, das wäre natürlich beim E-Voting so. Beim E-Voting müsste man nachher auch nicht den ganzen Nachmittag warten auf die Auswertung, sondern wenn der Letzte seine Stimme abgegeben hat, drückst du auf den Knopf und dann hast du das Ergebnis, die ganze. Genau, GFS mit ihren Hochrechnungen, oder? Die braucht es dann nicht mehr. Und den ganzen Nachmittag dort vom Wehrwesen, der würde wegfallen. Nein, aber genau, dort ist die Qualität natürlich dort viel besser, weil man kann eine Stimme gar nicht abgeben, wenn sie ungültig ist. Oder? Also zum Beispiel zur Frage von den ungültigen Stimmen. Also ein digitalisiertes Abstimmungssystem wäre sicher viel besser. Und man könnte die Demokratie auch erweitern. Oder? Also bis jetzt haben wir eigentlich ein relativ banales System mit Ja, Nein. Und die Fragen sind so kompliziert formuliert, dass niemand nachkommt. Also man könnte natürlich viel differenzierter auch befragen und könnte nachher auch differenzierter seine Meinung abgeben. Also im Bereich von der Digitalisierung, in der Demokratie, dort ist noch sehr viel zu holen. Aline, wo siehst du uns in 10 Jahren? Wenn du die Bevölkerung so ein bisschen spürst, gerade was das Teilen der Daten anbelangt und in dem Zug dann eben auch, was man mit diesen Daten anfangen kann. Also ich hoffe schon, dass es mehr zusammengeht als eben so irgendwie Grosskonzerne, die sich schlägeln um die Daten. Und wo, also wenn man jetzt an der Elon Musk schaut, wo jetzt noch jegliche Satelliten auch noch irgendwie in den Weltraum schickt, finde ich einfach, also ja, finde ich wie so, es gibt einen öffentlichen Raum, das ist analog oder digital, es gibt einen öffentlichen Raum, wo ein Staat auch zuständig ist, wo noch ein Staat, wo wir als Politikerinnen und Politiker Regeln machen. Und nachher, klar, gibt es eine Wirtschaftsfreiheit, es ist genau das Gleiche eigentlich im analogen wie im digitalen Raum. Und ich glaube, das wird immer noch nicht gleich diskutiert. Also ich glaube zum Beispiel nicht, dass es nie einen Fehler wird geben, wenn man halt online abstimmen oder online votet. Oder es ist immer, es ist das Gleiche. Auch jetzt passieren Fehler. Man lässt den Knopf drücken. Ja, oder man kann immer noch irgendwie probieren zu bescheissen. Also die Menschen bleiben Menschen und ob es analog ist oder digital, ich glaube, dort ist es sehr ähnlich und wir sind einfach im digitalen Raum, sind wir noch nicht auf einer Basis, wie wir das im analogen Raum haben, wo man zusammen verhandelt, wo man halt eben auch Regeln abmacht, wo man Gesetze hat, wo man hat Wirtschaftsinteressen, man hat öffentliche Interessen und das ist jetzt die Verhandlung. Aber ich glaube, wir müssen dort immer uns bewusst sein, es ist nicht eben einfach ein rechtsfreier Raum
alles, was man nicht sieht oder eben nicht versteht, weil man nicht programmieren kann oder weil man jetzt denkt, oh, das ist alles digital, da komme ich überhaupt nicht raus. Was ja immer noch so ist, das wird sicher besser, weil das Verständnis ein anderes ist. Auch von, wenn ich meine Kinder anschaue, habe ich manchmal das Gefühl, die wissen schon mehr als ich. Was ja eben für uns, wenn wir dann Gesetze müssen machen, auch nicht nur hilfreich ist. Aber einfach, dass man das eigentlich wie auf das gleiche Niveau kommt und nicht immer denkt, so, oh, das ist irgendwie etwas total anderes. Wir leben, müssen mit dem leben, wir leben jetzt schon mit dem. Und das muss man eigentlich einfach wie so, ich glaube, auch ein bisschen unemotionaler handhaben und emotionaler diskutieren. Es ist ein Wasserfallen, wenn du anschaust, die nächsten 10 Jahre, vielleicht auch ein Punkt der Geschwindigkeit. Also in welcher Geschwindigkeit soll man die Entwicklung überhaupt voranschreiten? Wir dürfen nicht vergessen, wir haben immer noch Leute, die ganz weit hinterstehen mit digitaler Entwicklung, mit Technik, selbst mit dem Bedienen vom einfachen Computer schlichtweg schon überfordert sind. Weil die muss man irgendwo auch abholen in das neue System hinein. Und dass sie sich überhaupt irgendwo noch können bewegen. Also ich glaube, das ist das grösste Grundproblem von der Digitalisierung. Also ich habe mal Daten gesehen aus den USA, dort hat man irgendwie 60, 70 Jahre gehabt, bis 80% der Leute das Telefon hatten. Aber es hat nur irgendwie etwa 9 Jahre gedauert, bis 80% der Leute das Mobiltelefon hatten. Das heisst, die Beschleunigung der Technologien die nimmt extrem zu. Und der Alec hat es vorher gesagt, es geht darum um Bildung. Es geht darum, um Bildung, dass man die Leute mitnehmen kann, die Digital Skills mitnehmen und aufbauen. Der Matthias ist ja genau in diesem Bereich auch tätig. Man sieht hier den Arbeitsalltag, der wird sich verändern von strengen, repetitiven Tätigkeiten, die eher wegfallen, hin zu Tätigkeiten, die mit viel mehr digitalen Skills ausgestattet sind. Das hat mit Bildung zu tun. Je mehr dass die Leute von dem wirklich verstehen, eben darum begrüße ich die Initiative sehr, dass man auch in der Universität, egal was man studiert, dann kann einen Programmierungsstudiengang belegen. Oder? Und auch in der Grundschule, dass das anfängt. Je mehr dass die Leute davon verstehen, desto weniger wird die Skepsis da sein. Aber jetzt 10 Jahre schauen, ist extrem schwierig in dieser Welt. Und wenn man so ein bisschen das Motto nimmt, oder? Wie wird Bern zur smartesten Hauptstadt? Also ich meine, wenn wir mal nach Tallinn gehen oder nach Estland gehen, wo alles eigentlich digitalisiert ist. Also da haben wir schon noch eine gewisse Perspektive übrig, jetzt dort herzukommen. Und für mich ist das auch irgendwann schon eine Frage von der Infrastruktur. Weil ich finde, es kann einfach nicht mehr sein, dass wir hier in Teilen von der unteren Altstadt schon nur zum Teil gar keinen Mobilfunkempfang haben. Dort müssen wir vorwärts machen. Die 5. Generation, auch dort ist ein Dialog nötig, klar. Aber dort müssen wir ein Rollout machen, und zwar massiv. Aber noch zu dieser Frage, oder? Ich finde, man sollte sich nicht bremsen von den Leuten, die nicht mitkommen. Aber man müsste sie mitnehmen. Und das kann man eigentlich. Darum stehen wir viel vor der Frage, ja, jetzt haben wir einen analogen Prozess, wollen wir ihn digitalisieren? Und was machen wir denn mit dem analogen Prozess? Und dann ist eine häufige Antwort, ja, wir machen beides, oder? Und das ist die letzte Antwort. Weil ich finde, dann tun wir den Prozess nur noch digitalisieren und dann gibt es nur noch digital. Aber dann tun wir denen, die nicht mitmachen können, ein Unterstützungsangebot liefern, dass sie irgendwo herkommen. Oder? Also, dass sie eben beispielsweise dass sie im Altersheim oder auf der Post, also die Post ist jetzt dran, dass sie Terminals hat. Und dass die Leute an diesen Terminals auch unterstützt werden. Dass also die Leute zum Beispiel ihre Finanzdienstleistungen selber machen können. Sie können es nur noch digital machen, aber sie werden auf der Post von jemandem begleitet. Bei dem Bahnbillett ist das Gleiche. Oder? Also du kannst das Bahnbillett einfach entweder kannst es selber rauslassen oder selber am Handy machen. Oder dann gehst du eben noch am Schalter und dann macht es die Person am Schalter auf dem Handy. Oder? Und man sollte eigentlich rein, zu rein digitalen Prozessen übergehen und denen ein Unterstützungsangebot bieten. Was ein Fallen ist, ist zu sagen, und wir bieten alles analog, halb analog und digital an und dann haben wir 3 Prozesse parallel. Von dem sollten wir wegkommen. Ja. Wunderbar. Ich danke der ersten Runde vom heutigen frühen Morgen für das interessante Gespräch. Die Stunde ist um wie im Flug. Wer hat es gedacht, meine Damen und Herren? Das war das erste Thema gewesen. Welche Daten möchten Sie gerne teilen? Wir haben etwas darüber erfahren, ob es um die Sicherheit momentan aussieht und vor allem in welche Richtung dass man gehen will. Ich danke nochmal ganz herzlich an Alec Vograferiert, Stadtpräsident, an Matthias Stürber, Leiter von Parl Digi. Christian Wasserfall, FDP-Nationalrat, und Aline Trede, Nationalrätin von der Grünen, dass ihr morgen hierher zu uns
ins Erlach-Rohstudio gekommen sind. Merci vielmals. Ja, und meine Damen und Herren, im Livestream könnt ihr jederzeit eure Fragen stellen und mitchatten. Wir werden die, so gut wie es geht, in den laufenden Diskussionen mit einbauen. Anschließend oder kurz darauf runter geht es mit meinem Kollegen Ferdinand Vogler weiter, ebenfalls mit einer super spannenden Diskussionsrunde zum Thema digitale Innovation für ein klimaneutrales Bern. Logischerweise ist auch da der Alec Vogler hier als Stadtpräsident nochmal zu Gast, aber auch sonst eine super Runde. Unter anderem ist auch die britische Botschafterin anwesend. Es hat mich gefreut, seid ihr bei dem ersten Programmpunkt dabei gewesen. Merci vielmals und bis später. Danke.